Bei der WM in Russland hat es laut FIFA bislang keine Dopingfälle gegeben. Alle Proben im Kontrollsystem seien negativ gewesen, teilte der Weltverband am Donnerstag, 12. Juli 2018, mit. Seit Januar 2018 seien 2037 Kontrollen durchgeführt und 3985 Proben gesammelt worden. Dabei sei ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis festgestellt worden. Der betroffene Spieler habe über eine medizinische Ausnahmegenehmigung für den nachgewiesenen Wirkstoff verfügt. Um welchen Spieler es sich handelt, wurde nicht veröffentlicht. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA hatte die Dopingkontrollen bei der WM kritisiert und auf enorme Interessenskonflikte hingewiesen, wenn Sportorganisationen selbst für die Dopingverfahren verantwortlich seien. Der polnische Fußballverband PZPN hat nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der WM in Russland einen neuen Nationaltrainer gefunden. Wie der Verband mitteilte, wird Jerzy Breczek, 47. Nachfolger des entlassenen Adam Nawalka. Über Vertragsdetails machte der PZPN keine Angaben. Breczek war zuletzt als Trainer des polnischen Erstligisten Wisła Płock aktiv gewesen, den er auf den 5. Platz in der Meisterschaft führte. Wegen Verstoßes gegen die WM-Marketingregeln hat die FIFA die Verbände von England und Uruguay zu happigen Geldstrafen verurteilt. Der englische Verband muss 70.000 Schweizer Franken zahlen, weil seine Spieler vor dem Viertelfinale gegen Schweden lange Socken mit einem nicht genehmigten Logo getragen hatten. Uruguay erhielt eine Strafe von 50.000 Schweizer Franken wegen des gleichen Vergehens, dabei war aber nur ein Spieler beteiligt. Zudem kam das Team vor dem Viertelfinale gegen Frankreich zu spät am Stadion an. Damit erhöht sich die Gesamtsumme der WM-Disziplinarstrafen nach Berechnungen der deutschen Presseagentur auf 687.000 Franken. Trotz des vorzeitigen Ausscheidens bei der Fußball-WM in Russland werden der peruanische Nationaltrainer Ricardo Gerecke und Perus Stürmer Paulo Guerrero in der Hauptstadt Lima mit lebensgroßen Statuen geehrt. Das ist eine Anerkennung für die Arbeit der Nationalmannschaft unter dem Kommando von Ricardo Gerecke und Paulo Guerrero, sich erstmals nach 36 Jahren für eine WM qualifiziert zu haben, sagte die Sprecherin der Kommunalverwaltung, Vivian Navarro. Aufgestellt werden die Statuen im argentinischen Park der peruanischen Hauptstadt Lima. Sportschau.de FIFA WM 2018 Darstellung.